Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei. Ihr Hurensöhne. Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei. In Klammern, ihr Hurensöhne. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge der Kampagne. Rechts hier, wo meine Maus abspackt. Kampagne Bote des Fegefeuers. Ich lese gerade vor. Der dritten Kampagne von insgesamt 7 Kampagnen bei Warhammer 40k Space Hulk und jetzt nochmal ohne geistige Behinderung. Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei, ihr Hurensöhne, und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge der Kampagne Bote des Fegefeuers, der dritten Kampagne von 7 Kampagnen bei Warhammer 40k Space Hulk. Ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Ich gehe einfach hier links auf Laden. Wie immer heute 20 Minuten vollgefüllt mit Warhammer. Der geilsten Leidenschaft, dem geilsten Hobby. Vollgekleistert einfach mal 20 Minuten pro Tag, die man sich gönnen sollte. Jetzt habe ich hier den Raum in Flammen gesteckt. In der letzten Folge haben wir auch ein bisschen, oder habe ich auch ein bisschen Action gehabt, weil hier die ganze Zeit Tyranniden rausgekommen sind und ich so die Wege ein bisschen absichern musste. Ein bisschen hier mit dem Bruder Dino und hier ein bisschen mit dem Goriel, und da wurde dann wirklich alles zu Hackfleisch verarbeitet, was hier aus dem Gang rauskam. Und hier oben hat Lorenzo Wache gehalten. Das endgültige Ziel, wo ich hin muss, ist hier in diesem Gang. Mit mindestens 3, die überleben. Und wenn ich es richtig verstehe, darf auch dieser Typ hier mit dem schweren Flammenwerfer, also der heißt ja Sael, Bruder Sael, darf nicht sterben. Und das wird natürlich jetzt schwierig, weil hier im Prinzip ja überall die Viecher kommen. Aber ich habe schon eine Idee. Advance, Brothers. So, Lorenzo, du gehst mal einen Schritt vorwärts. Mein Plan ist es nämlich, Lorenzo hinten als Absicherung zu lassen. Stay alert, Brothers. So. Also ich denke schon, dass man mit Taktik die Runde hier gewinnen kann, ohne dass man viel Glück braucht. Securing position.
watching for enemy contact. Ich blockiere noch mal den Ausgang von den Monstern, von den Gene Stealers und überleg mir gerade, ob das nicht doch alles ein bisschen zu ungeplant war. Fuck. Flank secured. Beware the alien. Ja, das sind ja nicht gerade wenig. Scheiße. Securing position. They will fall. The enemy will fall before me.
moment. Also ich bin so stark eingekesselt, dass ich eigentlich schon fast daran zweifle, dass ich das noch schaffen kann. They will fall. Leider. Leider. Flank secured. Ich kann nicht mal einen Psi-Sturm machen, weil die ganz knapp außerhalb meiner Psi-Sturm-Reichweite sind. Die Psi-Sturm-Reichweite geht ja von ihm hier aus mit der blauen Rüstung, vom Psioniker, vom Skriptor. Ja, hier wo das rote Feld weiter als hier, geht es leider nicht. Das ist natürlich scheiße. Ja, eine Energiebarriere. Würde jetzt auch nichts mehr bringen. Weil da auch die Reichweite nicht mehr stimmt, dass ich die jetzt zum Beispiel hier reinsetzen kann, wo, da wo meine Maus gerade abspackt. Ja. Sieht eigentlich relativ lost aus. Was willst du noch machen? Also es wäre schon ein Wunder jetzt. Gnadenlos. Wir haben meinen Bruder verloren. Also hier könnte noch ein Schild hinmachen. Also wenn mein Skripto hier ein Schild hinmachen kann. Hier bei dem Feld, das muss ich mir merken. Dann kann es sein. Wie viel würde Lorenzo brauchen, um da hinzulaufen? Also den könnte ich, glaube ich, noch retten. Dann wäre die Mission zumindest mal noch nicht verloren. Hm.
Affirmative. So. Jetzt könnte ich hinter dem so ein Ding aufbauen. Wäre eine Möglichkeit. Lorenzo. Lorenzo wäre mir aber lieber. Ich glaube, das wird er nicht schaffen. Egal, was er tut. Das ist halt scheiße. Aber es gibt vielleicht noch eine Möglichkeit. Ich tue den Lorenzo so hin. Und wenn das überlebt, dann. Cleanse the monstrosity. Wäre das natürlich schon krass. The enemy will fall before me. Ich hätte nicht gedacht, dass Lorenzo jetzt doch nochmal zeigt, dass er ein General ist. So. Beziehungsweise ein Captain. Okay. Going into Overwatch. Okay. Ein letztes Schild hätte ich noch. Sal soll die Tür hier öffnen, diese. Damit Kalistarius im Notfall durchschießen kann. Okay, ich würde sagen GG. Das ist auf jeden Fall lost. Das ist jetzt zu heftig. Und ich habe nur zwei Marines mit Sturmboltern und einen mit einer richtig scheiß mit einem Flammenwerfer, der leer ist, und einer scheiß Nahkampf Fertigkeit, sagen wir es mal so. Also Nahkampf hat der Flammenwerfer-Typ. Also hier der Seil.
bisher wirklich immer abgekackt. Ja, meine Damen und Herrchen. Immer genug trinken. Das zockt dem 6 Punkte. Ich brauche dann aber noch 2, um den in Overwatch zu tun. Das zockt den 5, das ist dann genau richtig. With all due haste. Ich hoffe natürlich, dass Sanguinius mit euch ist, wenn ihr gleich zur Hölle fahrt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Tschüss.